Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt den wunderbaren Satz, die größte Waffe der Opposition ist die Information. Und damit, Herr Kollege von Notz, ist nicht die Falschinformation der Öffentlichkeit gemeint. Mit allem, was Sie in letzter Zeit so von sich gegeben haben, suggerieren Sie, dass es in der Großen Koalition keine parlamentarische Kontrolle gibt. Und das ist schlichtweg falsch. Diese Behauptung wird auch der Arbeit in 5 Untersuchungsausschüssen und anderen Gremien in dieser Legislaturperiode in keiner Weise gerecht. Und die Wahrheit ist doch, wäre es streng nach dem Wortlaut des Grundgesetzes gegangen, hätte es in dieser Wahlperiode keinen Untersuchungsausschuss gegeben. Die Koalition hat aber die Problematik früh erkannt und es doch möglich gemacht. Und dies ganz bestimmt nicht, weil sie eine parlamentarische Kontrolle verhindern wollte. Und ich darf jetzt auch mal als Obfrau über den NSA-Untersuchungsausschuss sprechen. Richtig ist, dass der Ausschuss im März 2014 von allen Fraktionen gemeinsam eingesetzt wurde. Und weit überwiegende Teile der Verfahrens- und Beweisbeschlüsse wurde einvernehmlich betroffen. Wir haben in den vergangenen 3,5 Jahren in 70 Sitzungen 90 Zeugen gehört und 2400 Ordner Beweismaterialien bearbeitet. Und wir saßen alle in demselben Ausschuss. Wir haben alle die gleichen Informationen erhalten. Es gab keinen gesonderten Geheimausschuss unter dem Motto Zutritt nur für die Große Koalition. Und wir haben sie auch nicht sonst wie in ihren Rechten beschnitten. Und dort, wo sie sich ungerecht behandelt gefühlt haben, hat Karlsruhe ihnen gesagt, dass es nicht so war. Und dabei hatten wir doch hoffentlich alle den gleichen Anspruch in diesem Ausschuss, nämlich den Anspruch, die Vorwürfe aufzuklären. Aufklären, liebe Kollegen, bedeutet aber nicht, dass man am Anfang schon ein Ergebnis hat und wenn sich dieses Ergebnis dann am Ende nicht als wahr herausstellt, man dann schreit, die Aufklärungsarbeit sei behindert worden. Das ist sie nämlich mitnichten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in einem Untersuchungsausschuss, der sich mit der Tätigkeit der Nachrichtendienste befasst, hat man es auch mit geheimhaltungsbedürftigen Sachverhalten zu tun. Das sollte für uns alle keine Überraschung sein. Und der Umgang mit geheimen Akten und mit geschwärzten Stellen hat vielfach zu Diskussionen im Untersuchungsausschuss geführt. Letztlich müssen wir doch alle akzeptieren, dass es Bereiche gibt, in denen auch wir als Untersuchungsausschuss nicht alle Informationen erhalten können. Die Möglichkeiten, die wir hatten, hatten wir ausgeschöpft. So haben wir alle Gespräche mit der Bundesregierung zur Freigabe geschwärzter Stellen geführt. Das war mühsam, aber es war erfolgreich und einige Schwärzungen wurden zurückgenommen. Und im Übrigen haben Sie als Opposition die im PUAG vorgegebene Möglichkeit, auch sich gegen Schwärzungen rechtlich wehren zu können, kein einziges Mal wahrgenommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, viel Aufregung und viele Vorwürfe hat es um die Vorlage des Sondervotums der Opposition zum Abschlussbericht gegeben. Herr Kollege von Notz hat dazu getwittert, ein einmaliger und fragwürdiger Vorgang. GroKo verband Sondervotum in Geheimschutzstelle. Aber auch hier gilt, Information bedeutet nicht Falschinformation. Und deswegen darf ich das richtigstellen. Ob etwas geheim ist, das entscheidet nicht das Parlament, der Ausschuss oder der Abgeordnete. Nein, ob etwas materiell geheim ist, das entscheidet die herausgebende Stelle. Und das sollte Ihnen allen nach jahrelanger Tätigkeit in diversen Kontrollgremien und Untersuchungsausschüssen auch bekannt sein. Und wie mit einem Dokument, das geheime Dinge enthält, umzugehen ist, ist dann die nächste Frage. Und da können Sie doch nicht im Ernst verlangen, dass ein Ausschusssekretariat, dem Sie Ihr Sondervotum mit geheimen Stellen und der Notwendigkeit, Betroffenen rechtliches Gehör zu gewähren, vorlegen, das einfach so fröhlich veröffentlicht. Nein, das muss in die Geheimschutzstelle. Dort kann es von den Abgeordneten eingesehen, dort kann es vom Sekretariat geprüft und freigegeben werden. Es sind nicht wir, die ihr Sondervotum in die Geheimschutzstelle verbannt haben. Nein, es sind Sie selbst. Die Alternative wäre gewesen, einen Text vorzulegen, der ungeschwärzt direkt veröffentlichungsfähig ist. Und dafür, dass Sie dazu nicht in der Lage sind, das ist nicht unsere Verantwortung, das ist Ihre eigene Verantwortung. Und das Verfahren bezüglich Ihres Sondervotums war alternativlos. Und die Ursache dafür haben Sie selbst gesetzt. Nach dem gemeinsam beschlossenen Zeitplan hat die Koalition ihren Bewertungsteil am 28.04. vorgelegt. Mit 41 Tagen Verspätung haben Sie Ihr Sondervotum vorgelegt, nämlich am 19.06. zuerst der Presse vorgestellt und dann dem Ausschuss übermittelt. Somit konnte weder das rechtliche Gehör vorab gewährt werden, noch konnten zu schwärzende Stellen gegebenenfalls freigegeben werden.
Wir sind als Untersuchungsausschuss ja verpflichtet, das dürfte Ihnen auch bekannt sein, zum Abschluss unserer Tätigkeit einen Bericht vorzulegen. Und das ist hier die letzte Sitzungswoche dieser Wahlperiode. Daher war es zwingend, den Bericht letzte Woche zu verabschieden und in dieser Woche zu debattieren. Und daher hat der Vorsitzende zu Recht den Vorschlag gemacht, dass das Votum dem Abschlussbericht beigefügt wird und die geschwärzten Stellen sukzessive nach entsprechender Prüfung freigegeben werden. Und bereits am 22.06. wurde auch eine vorläufig veröffentlichbare Fassung erstellt und dem Abschlussbericht beigefügt. Und die Stellen, die darin noch geschwärzt sind, das muss man auch mal sagen, betreffen zu zwei Dritteln die Gewährung rechtlichen Gehörs. Die Wahrheit ist also, es gab keine Alternative, als mit dem Abschlussbericht so zu verfahren, wie verfahren wurde. Sie haben hier ein unwürdiges Spektakel veranstaltet, mit dem Sie vor allem bezwecken wollten, dass der Abschlussbericht in dieser Woche nicht diskutiert werden kann. Und es ist Ihnen nicht gelungen. Vielen Dank. Für alle folgenden Rednerinnen und Redner möchte ich noch mal darauf aufmerksam machen, dass die Debattenzeit in der Aktuellen Stunde maximal 5 Minuten sind, nicht minimal. Nicht das Minimum, maximal. Also, jetzt hat die Kollegin Martina Renner, Fraktion Die Linke, das Wort.